Was geht, Chrissy am Start? Heute zeige ich euch, wie ihr eine schöne RGB-Bloom-Transition macht. Dafür gehen wir rein in Premiere. Ich habe hier meine beiden Clips, zwischen den beiden ich meine Transition, also meine Blende machen möchte. Als allererstes zoome ich ein bisschen in meine Sequenz rein und gehe direkt zwischen die beiden Clips. Nun gehe ich 10 Frames nach vorne mit den Pfeiltasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich schneide das Ganze und gehe dann insgesamt wieder 20 Frames zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Was ihr nun macht, ist die beiden Clips markieren. Ein Rechtsklick. Und diese beiden verschachteln. Ihr könnt die verschachtelte Sequenz benennen. Ich lasse das in diesem Fall, drücke auf OK. Nun haben wir diese Sequenz schön in eine verschachtelt. Was wir nun zu tun haben, ist zwei Effekte draufziehen. Das wäre einmal die Tonwertkorrektur. Und der Effekt Kanal-Weichzeichner. Wir markieren nun unsere verschachtelte Sequenz und gehen in unsere Effekteinstellung. Wir befinden uns ganz am Anfang unseres Clips. Ich mache einen Keyframe bei Tonwertspreizung weiß. Gehe 10 Frames nach vorne, nämlich genau zwischen die beiden. Gebe den Wert 0 ein. Und gehe ganz ans Ende unseres Clips. Und gebe wieder den Wert 255, wie er eben voreingestellt war, ein. Zack. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist in dem Effekt Kanalweichzeichner ganz am Anfang unserer verschachtelten Sequenz ein Keyframe bei Rot und bei Grün zu setzen. Das Ganze mit den Werten 0 und dann ganz ans Ende unserer verschachtelten Sequenz gehen und bei Rot den Wert 300 eingeben und bei Grün 30. Und schon haben wir eine wunderbare RGB Bloom Transition gemacht. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.